Und hiermit herzlich willkommen. Jetzt habe ich das Problem durch einen guten Freund von mir, AG Vortex, in den Griff bekommen. Jetzt hört man mich wieder. Ich habe auch schon ein Abo-Special gemacht. Ja, Nabu haben wir ja in der letzten Folge frei bekommen. Dann gehe ich mal ein, was die hier machen, die Idioten. Wir greifen einfach mal. Schon vom Planeten an, ja, nein. Greifen, ich wäre für. Eigentlich gegen eine Raumschlacht. Also. Obwohl. Diese Raumschlacht. Ich werde mal eine Mission machen. Weil ich habe irgendein. Das klappt bei mir mit dem HD. Zum Beispiel habe ich jetzt das Abo-Special in HD hochgeladen. Dann kam, wo es bei 100% fertig war, so eine halbe Stunde habe ich gewartet, bis es oben war. Kam dann Fehler. Die die Daten irgendwie waren nicht korrekt von dem Video, aber also, und dann habe ich es nochmal probiert in 480 Pixel und das ging aber. Das ist voll dumm, oder? Findet ihr nicht auch? Oh, hier ist eine Victory, we got her. Stop! Au, 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 das ist ein Beschuss, ey. Das ist ein Beschuss, Mann. Ah, ich hasse euch, ey. Ich hasse euch, Geschütze. Das war Selbstmord. So, wir haben 40 Frames. 50 Frames, ja. Ich habe, warum auch immer, mein Frames-Limit bei 100 einfach mal gesetzt. Zur Sicherheit, nicht, dass mein Computer irgendwie überlastet, falls das hier geht. Nur zur Sicherheit, ich werde wirklich nur sicher sein. Kann man das auch umsetzen? Nö. In meinen Maps geht das. Zum Beispiel auf Endor und so. Vorsichtig. Ein Beschuss, ey, das kotzt mich an. Boah, ich hasse die Schütze, Mann. Die sind voll asozial. Ja, das kann ich jetzt noch ab. Das ist mein Hauptfeind hier. Opfer. Immer so hastig. Aber hier, der ist von dem Sternzerstörer, ist der Beschuss ja. Weniger als von dem scheiß asozialen Teil hier, von der Victory Fregatte. Victory 2 Fregatte. Im anderen Spiel heißt die Victory 4 Fregatte. Naja. Bye bye. Bam! Das war's für dich, Loser. Ach, man kann ja nicht ranzoomen. Das ist voll dumm. Und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, kann ich jetzt Thumbnails für meine Videos erstellen. Das ist echt cool. Habt ihr sicherlich jetzt schon gesehen. Also, wenn ihr das Video anguckt, müsst ihr das schon gesehen haben. Den Thumbnails, das ist echt geil. So kann man echt professioneller wirken. Das ist auch viel übersichtlicher dadurch. Nein! Ich hätte das Teil gerne auch in die Luft gesprengt. Wenigstens der scheiß Teil. Trotzdem versuche ich das Video nochmal in HD hochzuladen. Wenn das nicht klappt, das in HD hochzuladen, dann lade ich es noch einmal in HD hoch. Und wenn das auch wieder nicht klappt, dann lade ich es halt wieder in den billigen, einfachen scheiß 480 Pixeln hoch, was wirklich dumm ist. 480 Pixel ist so scheiße. Ich gucke meine Videos selber auch. Ich gucke jedes Video, was in HD verfügbar ist, in HD. Weil sonst einfach zu schlecht die Grafik ist und da erkennt man nichts. Es ist... dich gleich noch ab. Dich... Ja, Opfer. Und du... Du hast mich zum Sterben gebracht. Die schweren Geschütze, immer waren es die schweren Geschütze, ne? Oh, fuck, Rakete. Ah! Okay, das war jetzt ein bisschen schlimmer als Rakete. Ja, heute ist Freitag, heute bin ich gut drauf. Nein! Bam! Jawohl! Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Schilde. Boom. Ah, wow! Alter, was ist das für ein Arschloch? Hat er noch nichts von Verkehrsregeln gehört? Ich hab Vorfahrt, nicht der. Kommt schon vor wie hier der große King, yeah, I'm the bastard. I'm the King, yeah. Alter, so ein Fahrschüler, du warst das doch, oder? Du warst das, glaube ich. Der ist mir zu schnell. Ciao. Naja, gut. In echt wäre ich kein guter Pilot mit der Einstellung. Der ist mir zu schnell. Scheiß drauf. Ey, das schwere Geschütz mich echt gerade abgeknallt. Ey, das versucht mich abzuknallen. Ist aber zu dumm dafür. Wow.
schon TIE Fighter. Zum Glück können die manchmal so schnell reagieren. Aber wenn die schon in so einem Sturzflug mal ankommen. Balla, 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 balla. Dann kümmere ich mich erstmal um das Geschütz hier. Ja, und jetzt um die Schilde. Nicht so hastig, mein Freund. Boah! Das war ja nochmal knapp, Alter. Ich weiß, die Schilde ist noch an, aber hier ist gerade so eine Geschützstelle an die Triebwerke. Keine Geschütze. Und so, das ist ja das Geile dran. Deswegen baller ich auch oft auf die Triebwerke, wenn die Schilde noch an sind. Nein, das mache ich. Join! Naja. Ich würde sagen, ich konzentriere mich erstmal auf die Kommandobrücke. Wo war die nochmal? Ich habe Battlefront so lange nicht mal gezockt, ey. Nicht so schnell. Obwohl, Sensor Phalanx. Auf den konzentriere ich mich. Konzentriere ich mich erstmal. So, 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 so. Feuer! Okay. Raumschlachten, ich bin eigentlich ganz guter Pilot. Na gut, manchmal auch nicht. Manchmal bin ich voller Chaot. Das muss ich zugeben. Geht das hier auch, Schrott? Ja. Das geht wie auf Endor und so, also in den Raummaps von Endor. Also ich meine jetzt nicht die normale Map Endor, die so nach sofort Einsatz gibt, sondern ich habe auch die Raummap Endor. Ich habe auch so eine Spezialmap, vielleicht stelle ich die auch mal vor, die ich mir auch gedownloadet habe, rausgezogen habe. Aber nur als kleine Info, ich werde die Thumbnails alle gleich lassen. Also zum Beispiel in Minecraft, da werde ich nicht noch so Bilder wie Gronkh einfügen hinten und so. Es ist einfach für so einen kleinen Let's Player für mich einfach, das hat einfach keinen Sinn. Also ich meine, ab 1000 Abonnenten würde ich sowas schon machen. Aber mit 12 Abonnenten hat das echt keinen Sinn und von daher. Und ich weiß nicht, ob ich das, Rakete, schon gesagt habe. Aber ich glaube ja, aber trotzdem, ich erwähne es halt nochmal. Ich bin mal halt nicht, sicher. Ich habe geklopft. Also ich wollte sagen, hier, scheiße, jetzt habe ich wieder vergessen, sorry, tut mir leid. Also manchmal bin ich echt blöd, so gesagt. Manchmal vergesse ich Sachen, wichtige Sachen wie die gerade. Naja, so wichtig war es nun auch wieder nicht, also. Nach der Umschlag mache ich dann auch wieder Cut. Da mein Kanal noch nicht seit 4 Monaten existiert, ich bin zwar YouTube-Partner, aber ich muss mindestens seit 4 Monaten auf YouTube mit dem Kanal sein. Kann ich ja, wie gesagt, habe ich schon oft gesagt, über 15 Minuten Parts machen. Da würde ich dann jedes zweite Battlefront Let's Play so 20 Minuten und so machen. Natürlich gerne, aber wie gesagt, mein Kanal existiert seit ca. 2 bis 2,5 Monaten erst. Es ist halt ein bisschen blöd gemacht. Also 3 Monate wären noch in Ordnung, aber 4 Monate, das ist fast ein halbes Jahr, das ist ganz schön viel. Bam bam. Yeah. Lol, das hat mir gar nicht gebracht. Das war jetzt gerade. Oh, die Kommandobrücke ist ja schnell Schrott. Ich hatte mir jetzt irgendwie schlimmer vorgestellt. Saldo und Angriff. Ich hoffe, ich kann das Video in HD hochladen. Ich probiere es wie gesagt 2-mal. Das dauert aber auch so ungefähr eine halbe Stunde. Das müsst ihr leider mit bedenken, das in HD hochzuladen. Deswegen will ich auch nicht so lange Parts machen. Wenn es hier über 15 Minuten wird oder über 12 Minuten, dann schneide ich es ein bisschen. Schneide ich halt das Ende mit raus. Das war knapp. Ich wollte eigentlich gerade drehen, aber. Ja, und ab hier hat es keinen Sinn mehr. Deswegen mache ich hier jetzt Cut, um mal zu gucken, ob es doch noch eine HD geht. Sonst dauert das echt zu lange. Tut mir echt leid. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde die Schlacht noch zu Ende spielen. Ich gewinne natürlich. Ja, also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Gewonnen! Habe ich nicht gesagt. Ich muss nur auf die Triebwerke absehen. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.